Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und liebe Burgbewohner, hier bei eurem Tastenhauer in A Plague Tale Innocence. Ja, wir sind immer noch hier auf diesem großen Schlachtfeld voller Leichen und Ratten, die sich hier laben an den Leichnamen. Und wir müssen jetzt irgendwie da drüben weiter. Das heißt, wir müssen erst einmal nach hier hinten wieder zurück und einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Ich möchte gerne nicht aufsammeln, ich möchte zurück. Ah ja, gut, so geht's auch. Ich glaube, das geht theoretisch auch eleganter, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Können wir hier durch? In der Tat. Hier wäre sogar noch ein Steinvorrat gewesen für uns. Ah, interessant, da kann man ein bisschen abkürzen hier. So, und jetzt könnte man hier drüber und dann zu der Leuchtquelle. Zu viele Lichtquelle. Ratten. Wir sitzen fest. Mhm. Wir könnten natürlich hier mit dem Ignifer, wartet mal, könnten wir allerdings auch diesen Feuerkessel entzünden. Sehr gut. Allerdings haben wir kein Ignifer mehr. Da ist Licht. Dann will ich nochmal eins herstellen, dass wir immer so eins oder zwei auf Reserve haben. Im Turm ist Licht, sagt sie. Wir müssen jetzt gleich... Ah, das müssten wir dann mit dem Stein machen. Wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Oh, das war knapp. Aber das musste sein. Jetzt lasst uns doch nochmal lieber die Steine hier aufsammeln, die wir hier unter der Brücke hatten. Das war wieder... alle mitnehmen, die wir mitnehmen können. Drei Steine immerhin. Und jetzt marschieren wir dann hier in den Belagerungsturm hinein. Wo ist denn jetzt unser Alchemistenfreund? Ach, da vorne. Okay, der hat sich irgendwie rar gemacht zwischendurch. Aber jetzt können wir hier weitergehen. Hier ist... Na, Steine hätten wir jetzt auch hier gekriegt. Na gut, das ist... immer so eine Sache. Hier drüben können wir möglicherweise craften, aber wir haben ja Werkzeug vor allen Dingen fehlt uns. Wir könnten tatsächlich vielleicht sogar was machen, hier nicht. Uns fehlt aber entweder Stoff oder Leder. Alles andere haben wir eigentlich. Ja, hier Munitionstasche bräuchten wir noch etwas mehr Alkohol. Und dann natürlich Werkzeuge selbst, die wir hier aber nicht gefunden haben jetzt. Das ist schade, aber nicht zu ändern. So, dann geht's jetzt nicht nach hier oben. Die muss ich fallen lassen. Komm, hoch mit dir. Ja, gewiss. Na gut, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Mal schauen, was hier oben zu finden ist. Zum Beispiel Rohstoffe. Ein bisschen Garn. Salpeter ist schon... maximal, aber ein bisschen Stoff. Das ist ganz gut. Den brauchten wir eben für die Herstellung. Allerdings hatten wir auch kein Werkzeug. Einen Topf haben wir auch schon dabei. Ach, den können wir ja hier auch auswählen, genau. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Ja, sie sind wirklich überall. Das ist schrecklich, aber wir müssen wieder runter. Hier oben können wir nichts machen, soweit Folge ich das mir. Sehe. In Ordnung. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar sieht es mir so aus, als wenn wir gleich einen der Stöcke mitnehmen. Der andere ist jetzt auch wieder verschwunden. Und hier drüben gab es... Ach, hier gibt's Werkzeug. Ja, Moment, dann lasst uns doch nochmal an die Werkbank. Leider können wir immer noch nichts herstellen. Wir haben immer noch zu wenig Stoff. Wir haben immer noch zu wenig Leder, zu wenig Stoff. Zu wenig Alkohol und Leder und zu wenig Stoff. Na gut, dann müssen wir eben noch sammeln. Aber gut, dass wir uns hier nochmal genauer umgeschaut haben. So, jetzt müssen wir, oder könnten wir mit Ignifer eigentlich dieses Ding da hinten noch anzünden? Ja, dann müsste ich aber mal gerade den wieder fallen lassen, leider, und dann auf Ignifer gehen. Und den einmal anmachen. Jetzt kommen wir zwar noch nicht durch... Na, jetzt ist der Stock wieder weg, aber wenn ich mir einen Stock mitnehme und den da unten anzünde, dann kann ich, glaube ich, zu dieser mobilen Feuer, zu diesem Feuerwagen rennen. Das sollte jetzt hier wirklich gehen. Genau, wir gehen immer zu dritt, sehr schön.
Und hier drüben können wir dann gleich nämlich auch weitergehen. Sehr schön. So, lass den mal fallen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier Schiebung machen. Pass auf, verbrenn dich nicht. So, da oben ist übrigens ein Gegner. Da hinten kann man lang. Jetzt haben wir hier mehrere Optionen, so wie ich das sehe. Da drüben geht's aber bestimmt nicht lang, oder? Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Können wir eigentlich auch... Ne, wir können... Ne, nach links können wir nicht. Mache ich die Steuerung falsch? Ne, so, okay. Ich wollte nämlich eigentlich hier hinten lang. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir kriegen es hin. Das Feuer ist ja unendlich wirksam. Wir könnten theoretisch auch von hier hinten in Richtung der Wache. Wir müssen jetzt über diese Leichen drüber fahren. Ganz schön eklig. Naja, okay, das ist so eine komische zweigliedrige Steuerung. Was ist das? Schon wieder? Weiß doch was. Ich werde nachsehen. Hey! Na, ich krieg nicht anvisiert. Das war doof. Gott, das hat nicht geklappt. Ja, weil ich ihn aus dem Blickfeld verloren habe und konnte ihn nicht anvisieren. Gut, beziehungsweise nicht gut. Das müssen wir nochmal machen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Ja, jetzt müssen wir das wieder aufsammeln. Das heißt, wir müssen nochmal nach Kletter oben. Hoch. Gut. Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass wir das jetzt alles nochmal sammeln müssen. Aber ich will auf diese wertvollen Gegenstände hier oder Materialien vielmehr nicht verzichten, denn wir können sie gut gebrauchen. So. Wo sollen wir lang gehen? Ja. Sie sind überall. Wir wissen es inzwischen, ja? Ignifer, du leistest uns gute Dienste. Einmal hier, dann schon mal auf den Stein gehen. Da einen Stock nehmen und da drüben anzünden, um zu dem Feuerwagen zu kommen. Ich probiere das gleiche aber jetzt im Prinzip nochmal, nur etwas anders ausgeführt. Ich helfe mit. Da drüben ist übrigens auch eine Wache. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Das ist korrekt. Allerdings will ich unbedingt noch wissen, was da drüben ist. Und wir können eine Sache hier machen. Nämlich hier einen Stock nehmen und ihn hier anzünden. Und dann können wir uns gleich hier anschleichen, glaube ich. Hoffentlich klappt das. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich probiere es jetzt mal aus, weil der guckt nicht in unsere Richtung. Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Shit. Zu spät. Ja, das ging nicht zeitlich. Das war unmöglich. Geht auch nicht. Schade. Diese Stöcker brennen zu schnell ab. Aber dennoch möchte ich natürlich das Loot da hinten haben. Frage ist nur, wie wir das am besten anstellen jetzt, ne? Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Ach, jetzt müssen wir den Loot ja auch wieder einsammeln. Das leider ist, ja. Blöd gesetzter Kontrollpunkt, weil wir jetzt immer wieder hier hoch müssen. Nicht sonderlich schön. Weil das natürlich jetzt alles hier überflüssig ist. Und eigentlich völlig unnötig. Hier entlang, komm. So. Ja, gewiss. Dann wird das heute eine etwas quälend lange Folge für euch zum Angucken, aber na gut, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Ja, das ist mit den Steuerungen ist das nicht ganz so optimal, weil man macht Lärm mit dem Ding, also mit diesem Wagen, ne? Dieses hier brennt so schnell ab und gleichzeitig muss ich aber Ignifer eigentlich benutzen, um ihm sein... muss ich Steine benutzen, um ihm seine Lampe da hinten auszuschießen. Und da komme ich jetzt ja noch gar nicht dran. Ihr seht hier,
könnte ihm aber... Ah, okay. Well. Gut. dann geht's doch. Ich helfe mit. Ich wusste Pass nicht, auf, dass wir so eine große Reichweite hier haben. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. So, dann lass uns mal plündern gehen. So, da hinten hat der Rattenschwarm auch schon hier angeknabbert, aber wir müssen jetzt gefahrlos an die Sichel und an die Schnur kommen. Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Okay, eine Sichel. Ob hier hinten noch was ist, ich denke aber eher nicht. Hilf mir beim Schieben! Ja, gewiss! So, dann lasst uns mal hier drehen. Wir können fast auf dem Stand drehen. Das ist ja interessant. Ja, das ist nämlich eine... Also ihr könnt das jetzt ja nicht sehen, aber ich steuere quasi die Richtung mit dem rechten Stick, so wie ich auch die Kamera bewege gleichzeitig. Und fahren tue ich nur, wenn ich nach vorne drücke mit dem linken Stick. Und dann muss ich den anderen Stick bewegen, damit der Karren dreht. Das ist ein bisschen, ja, schwierig, also ungewöhnlich, sage ich mal, die Steuerung. Dementsprechend auch nicht leicht umzusetzen. Ihr haltet mich für blöd. Hey, ihr hättet weit weg. Tschüss. Tja. Neugier wird bestraft, würde ich sagen. Komm und weiter geht's. Mir. Ja, gut. Wir müssen nämlich in seine Richtung hier auf, wo er herkam. Müssen wir auch den Wagen bewegen. In Ordnung, dann ziehen wir hier mal durch. Die Räder stecken im Schlamm fest. Ah, okay. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Hier wird wohl Leichenfledderei betrieben. Ach Mist, bewegt sich kein Stück. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Shh, wir finden eine Lösung. Bei einem anderen. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Oh, da hinten hat er eine Fackel erspäht. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Also müssen wir jetzt hier... Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Die beiden alleine lassen. Ich warte auf dich. Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Okay, hier hinten kann man auf jeden Fall nicht lang. Das deutet sich schon an. Und hier müssen wir aufpassen. Wir müssen eigentlich in dem Lichtschein, glaube ich, der Wache mitmarschieren, wenn die vor uns herläuft quasi. Und dann müssen wir uns die Fackel holen, während die da hinten alles ausnehmen. Okay, das ist jetzt ganz schön haarig, was wir hier probieren, aber anders geht es, glaube ich, nicht. So, marschierst du ab? Ja, er marschiert ab und wir müssen in seinem Lichtkegel drin bleiben, sonst sind wir hier toast. So, wir werden mal schön brav hier bei ihm bleiben. Oh nein! Alles in Ordnung, ich bin hier. Hoffentlich kommen wir jetzt unentdeckt da durch, weil er kommt gleich um die Ecke wieder und... Eigentlich wollte ich das nicht, aber wo er jetzt so panisch geschrien hat, habe ich mir gedacht, nee, komm. Komm her. Die Luft ist rein. Kein Ton. Hab verstanden. So. Ach, der bleibt jetzt auch da stehen, wie es aussieht. Okay. Dann lasst uns mal hier weiter. Das ist definitiv die sichere Route. Die beiden sind beschäftigt da hinten. Da kommt man sowieso nicht lang. Aber hier können wir nochmal hin. Ja, haut mal alle ab, ihr Ratten. Leider haben wir Schnüre schon zur Genüge. Aber hier ist noch ein bisschen Stoff. 4 von 12, sehr gut. Nächste Werkstatt oder nächste Werkbank ist auf jeden Fall mein. So, und jetzt müssen wir hier lang. Komm, kletter hoch. Ja. In Ordnung. So. Wo
Wohin nun? Wo sind Lichtquellen? Und da drüben hängen zwei Leichname. Die können wir als, ja, als makabres Lockmittel hier benutzen, um die Rattenschwärme auf sie zu lenken und dann nach da hinten zu gehen. Die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuch alles, um dich herum zu ignorieren, Hugo. So, nochmal Ignifer. Da hinten. Oder brauchen wir das, wenn wir die da runterholen? Gucken wir mal. Bin mir nämlich nicht sicher, wenn wir jetzt den zweiten auch noch hier runterholen. Für zwei Steine. Amicia, der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. So, wir müssen hier rüber. Dann los. Man hätte schnell jetzt auch den... diesen... Ach, hier. Da drüben ist jemand. Oh nein. So, hier müssen wir die Fackel auf jeden Fall nehmen. Das ist nicht lustig. Holt mich heraus. Amicia, hey, sitzt in der Falle. Shh. Wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Wir machen was ganz Böses. Amicia! Lasst mich nicht zurück! Ich flehe euch an! Bitte! Was machen wir jetzt? Können wir das auch anders lösen? Ich will den jetzt nicht unbedingt umbringen, aber ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit. Weil wir sonst... Oder könnten wir... Man kann ja auch die Fackel hier erstmal liegen lassen, aber dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nicht weiter können, ne? Oder übersehe ich hier was? Warte mal, da hinten ist doch... Ja, mich gerettet. Oh, danke. Vielen Dank. Ihr werdet doch wohl nicht Alarm schlagen. Alarm? Nein. Nein, nein, nein. Man würde mich hängen, wenn herauskäme, dass ich euch ablaufen lassen. Geht nur, ich habe nichts gesehen. Gut. So, ihr könnt nicht weg. Haut ab, haut ab. Und ihn lassen sie in Ruhe. Oh, Gott sei Dank. Das gefällt mir als Lösung schon viel besser, als die Ratten jetzt genau in seine Arme zu treiben. Das hätte ich jetzt nicht so gut gefunden, ehrlich gesagt. Wir müssen den Tod jetzt ja nicht noch vervielfachen. Ja, wir haben ein paar Wachen ausgeschaltet, aber nur... Die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Ja, genau. Wir müssen ohne die Fackel jetzt weiter. Oh, wir sind immer noch nicht ganz durch dieses Schlachtfeld hier. Da hinten ist irgendeine Hebekonstruktion, ein Kran. Hier sind auch Wachen. Und immer noch sind hier Leichname überall, Ratten, Gegner. Und da drüben scheint eine Festung da, zu sein. Ein Soldat! Er versperrt uns den Weg! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnung, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Okay. Wir können jetzt Somnum herstellen. Eliminiere Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Leider braucht das auch ein... Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Na gut. Somnum lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke Y, sobald das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Ist das sowas wie Chloroform? Hört sich so ein bisschen danach an. Ganz vorsichtig. Hier gibt es wieder Materialien, Steine. So, permanentes Einschlafen. Ich hoffe, der lebt dann noch. Ja, für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Los, komm her. Solltest du noch Somnum im Inventar haben, wenn dich ein Gegner packt, kannst du es als letzten Ausweg nutzen, um dem Tod zu entkommen. Aber Vorsicht, die Herstellung ist teuer. Ja, wir sehen das hier auch schon. Das braucht extrem viel Alkohol und Salpeter, glaube ich, und dieses Kristallzeugs. Also da ist Ignifer wesentlich günstiger. Das sollten wir übrigens auch nochmal herstellen. Einfach, um dort auf Nummer sicher zu gehen. Aber das Somnum lasse ich erstmal sein. Ah ja, wir brauchen es aber, sehe ich gerade, weil wir können sonst hier nicht raus. Wir müssen erstmal Licht schaffen. Ah, wir sind immer noch beim Aquädukt. Da drüben ist eine Stadt, da brennt es auch schon. Wirklich unangenehm. Noch eine Mal.
Zeitmaschine. Die sieht ein wenig anders aus. Du kannst deine Gefährten bitten, mit bestimmten Objekten zu interagieren, wenn du nach oben drückst, sobald ein Symbol angezeigt wird. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Da oben hin. Jetzt müssen wir hier mitlaufen. Oje. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Wir können ein paar Rohstoffe hier looten. Und jetzt könnte, glaube ich, Hugo hier reinkrabbeln, aber der wird doch sofort gefressen hier. Kannst du das übernehmen? Nun weg. So, aber wir könnten die Fähre. Und jetzt kann der kleine Hugo nämlich sich hier den Stock holen. Denkst du, du kriegst das hin? Los, Hugo, genau so. Boah, der ist wirklich tapfer, das muss man wirklich sagen, dass der hier diesen Dings holt. So, jetzt haben wir uns den Stock geholt. Was machen wir jetzt? Wir müssen nochmal zurück. Erstmal können wir den Stock hier anzünden. Wir könnten theoretisch auch da hinten hingehen, aber ich befürchte, dass das zeitlich auch alles nicht hinkommt. Der Weg ist viel zu weit. Wir könnten einen Stock zwar hier anzünden, aber dann ist der da drüben schon wieder weg. Und ich glaube, wir sollen den eher da hinten anzünden. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen mit unserem Bekannten hier. Oh nein! Oh Gott, ich habe das Sprinten wieder vergessen, wo das war. Mit RT, okay. Okay, jetzt müssen wir nämlich hier durch. Und zwar schnell, liebe Leute. Beeilung. Schnell zur nächsten Lichtquelle. Das Ding ist sehr schnell abgebrannt. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ja, ich auch. Na los, gehen wir. Wir wollen hier alle weg und zwar dringend. So, hier kommen wir jetzt nicht weiter, wie es aussieht. Wir müssen also nach hier oben erstmal. So, hier ist eine Werkbank und eine Truhe. Wir können jetzt erstmal ein bisschen looten und dann können wir hier... Ah ja, wir können jetzt unsere Bänder nochmal verbessern. Allerdings haben wir dann kaum noch Stoff und Salpeter. Das müssten wir in Kauf nehmen, aber ich glaube, das lohnt sich. Das verringert nämlich die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt. Das kann in einer schwierigen Situation wirklich den Unterschied machen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Genau. Gut. So, jetzt können wir natürlich nicht mehr Somnum herstellen und wir brauchen unbedingt auch noch Ignifer. Ganz wichtig. Und wir bräuchten einen Stock, um hier nach da drüben zu kommen. Da gibt es wieder einen Feuerwagen. Okay, aber wo kommt man hier an einen Stock? Hier drüben gibt es keinen mehr. Zurück können wir auch nicht mehr. Liebe Zeit. Gehen wir unten. Oh mein Gott. Liebe Leute, wo können wir weiter? Das werden wir uns in der nächsten Folge dann wieder anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.